Hier geschrieben worden. Die Junge Union wolle die Parteivorsitzende stürzen. Die Junge Union wolle irgendwelche Leute als Kanzler durchsetzen. Die Junge Union wolle mit ihrer Ablehnung zur Grundrente eine Machtfrage herbeiführen. Liebe Parteifreunde, wir haben nicht den Anspruch, politische Karrieren zu beenden. Wir haben den Anspruch, die CDU inhaltlich zurück in die Spur zu führen, weil wir eben nicht zufrieden sind mit Ergebnissen, die wir in den letzten Wahlen eingefahren haben und weil wir eben nicht zufrieden sind mit Mitte 20% in den Umfragen. Und deswegen sage ich auch klar und deutlich, lasst uns gemeinsam aufwachen. Wir brauchen ein klares Profil, wir brauchen eine starke Führung und wir brauchen eine bessere Einbindung unserer Mitglieder in diese Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Denn die CDU ist nicht die Partei der Eintagsfliegen. Die CDU ist auch nicht die Partei, die sich von anderen die Themen diktieren lässt. Und die CDU ist auch nicht die Partei, die sich von Ökoaktivisten aufs Dach steigen lässt und das C wegnehmen lässt. Wir sind die Partei, die in der Geschichte Deutschlands immer geliefert hat. Wir sind bei Westbindung vorne gewesen, sozialer Marktwirtschaft, deutscher Einheit oder auch der Europäischen Union. Wir sind die Partei von Konrad Adenauer, von Ludwig Erhard, von Helmut Kohl und Angela Merkel. Wir sind die letzte große Volkspartei und der Taktgeber in diesem Land. Und wir sind diejenigen, wir sind die Anpacker und Macher vor Ort, weil wir uns alle tagtäglich für unsere Heimat einsetzen. Das tut keine andere Partei in diesem Land. Und darauf können wir ein bisschen stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau diesen Stolz müssen wir mal wieder deutlicher nach draußen tragen als CDU und sagen, wir sind stolz auf diese Partei, auf das, was wir erreicht haben und da, wo wir hingehen wollen. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, warum einige Parteimitglieder in den Veranstaltungen zu uns kommen und sagen, dass ihnen genau dieser Stolz etwas abhanden gekommen ist. Und dabei sind die letzten Wochen schon durchaus sinnbildlich. Denn eine Partei von Adenauer, Kohl und Erhard darf es nicht zulassen, dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass wir mit Linken koalieren wollen. Eine Partei, die bis vor kurzem zwei ehemalige Stasi-Spitze in ihren Fraktionsreihen hatte, die mit dem venezuelanischen Diktator sympathisiert und die bis heute auf der SED-Kohle sitzt. Das können niemals unsere Partner sein, liebe Freundinnen und Freunde. Weil wir eben nicht die Hunderten von Mauertoten und Maueropfern vergessen, die auf dem Weg in die Freiheit kaltblütig ermordet wurden. Und deswegen geht es an dieser Stelle auch um eine ganz grundsätzliche Frage der Glaubwürdigkeit. Genauso sage ich aber auch, kann die sogenannte Alternative nicht unser Partner werden. Wer Leute in seinen eigenen Reihen hat, die die Verbrechen der Wehrmacht relativieren, die keine klare Distanz zur Anti-Israel-Bewegung haben oder wo Bundestagsfunktionäre vom Judaslohn sprechen. Diese Leute gehören nicht in Koalitionsausschüsse. Diese Leute gehören entlarvt und abgewählt. Das ist unser Auftrag, liebe Freundinnen und Freunde. Und neben Anstand und Haltung geht es auch darum, ob wir in den letzten Jahren als CDU unserer großen Verantwortung für dieses Land gerecht geworden sind. Ob bei Themen wie Rente mit 63, Managervergütung, Mindestlohn, Grundrente oder Frauenquoten in Aufsichtsräten, überall hat uns die SPD Themen aufgedrückt und unsere eigenen Überzeugungen zur Seite geschoben. Wir haben immer gedacht, lasst uns den Kompromiss schon einmal mitdenken, lasst uns ihn in unser Wahlprogramm schreiben. Und haben uns dann gewundert, dass die Sozialdemokraten noch mal mehr gefordert haben und draußen keiner mehr wusste, wofür wir eigentlich gestanden haben. Und deswegen sage ich auch, liebe Freunde, Politik kann nicht nur aus Schadensbegrenzung von sozialdemokratischen Irrwegen bestehen. Politik muss aus eigenen Überzeugungen, aus Mut und Zuversicht bestehen. Und das ist die Aufgabe, das erwarte ich von meiner CDU. Denn egal bei welchen Themen in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder gehört, das schadet der Koalition, das bringt die Regierung zu Fall, das kannst du nicht machen.
Aber genau darum geht es doch am Ende nicht. Es geht, das ist doch nicht das, was die Menschen von uns da draußen erwarten. Es geht nicht nur darum, es geht nicht nur um Macht, sondern es geht darum, mit welchen Überzeugungen, mit welchen Wertvorstellungen, mit welchen eigenen Leitplanken wir Deutschland und Europa gestalten wollen. Und dass ich bin nicht in die CDU eingetreten, um mich am Nasenring durch die Manege führen zu lassen, um irgendwelche Koalitionen zu erhalten. Das haben wir als CDU gar nicht nötig, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir wollen als junge Union, dass wir unseren Markenkern nicht über Bord werfen, dass wir nicht beliebig werden, weil wir als junge Union auch in den nächsten 10, 15 Jahren noch etwas vom Wohlstandskuchen abhaben wollen. Auch mir würde es natürlich manchmal gut tun, wenn es ein bisschen weniger Kuchen gäbe, aber ich will, dass mehr für Deutschland da ist. Und weil wir eben nicht wollen, dass für unsere Generation nur der Scherbenhaufen zusammenzukehren ist. Und weil wir eben nicht wollen, dass die CDU entkernt und ohne Profil darstellt, weil sie alles für die Macht geopfert hat. Und deswegen sind wir als junge Union auch manchmal laut. Und für einige manchmal vielleicht auch ein bisschen zu laut. Aber das gehört zur Jobbeschreibung dazu. Und ihr könnt euch auf eins verlassen. Nämlich, dass wir in Wahlkampfzeiten immer alles für die CDU in die Waagschale werfen werden, dass wir von Tür zu Tür laufen, dass wir bei Wind und Wetter auf der Straße stehen und dass wir auch bereit sind, neue digitalpolitische Formate zu organisieren. Und deswegen sage ich auch ganz klar und deutlich, wir lassen uns die Schuld für Misserfolge bei Wahlen nicht in die Schuhe schieben. Wir lassen uns nicht nachsagen, dass wir unsere eigene Generation nicht mehr erreichen. Wer so mit seinem Nachwuchs umgeht, der muss sich nicht wundern, wenn er weniger junge Leute ihn wählen. Und deswegen, das ist aber auch ein klarer Appell, das mag man in mancher Berliner Parteizentrale so sehen, aber ich habe noch nie jemanden vor Ort in der CDU gehört, der sich beschwert hat, wenn wieder 15 JUler vor der Kreisgeschäftsstelle stand, um die nächsten Plakate aufzuhängen. Dafür vielen herzlichen Dank. Und neben einer schlagkräftigen Truppe braucht es auch eine schlagkräftige Agenda. Und ich will, dass Deutschland wieder das Zukunftslabor, dass diese CDU wieder das Zukunftslabor für unser Land ist. Dass wir wieder über Aufstieg, über Perspektiven und von Chancen träumen. Dass wir Leuten wie Steve Jobs, wie Elon Musk oder Bill Gates zu unseren Vorbildern werden lassen, die an Innovationskraft glauben, die an technologischen Fortschritt glauben. Dass wir uns mehr an diesen Leuten orientieren als an einem Olaf Scholz, der nur ein einziges Mal in den letzten Jahren kreativ geworden ist und das, als es darum ging, unsere Schützenvereine und Landfrauen zu zerstören. Das sind nicht die Leute, an denen wir uns orientieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will, dass wir den deutschen Staat fit für die Zukunft machen, dass wir ihn effizient machen. Wenn in den nächsten 10 Jahren 30% der Verwaltungsmitarbeiter in den Ruhestand gehen, dann lasst uns jetzt eine große Digitalisierungsoffensive starten. Lasst uns jetzt neue Strukturen schaffen. Lasst uns darüber reden, wie wir auch in Zukunft die Bundesländer organisieren. Braucht es eigentlich noch 16 Bundesländer? Braucht es eigentlich den ganzen lähmenden Dauerwahlkampf oder macht es nicht mehr Sinn, vielleicht zwei Wahltermine in der einen Periode zu haben, wo wir dann in Deutschland wählen. Lasst uns darüber sprechen, wie wir den Instanzenweg verkürzen und dafür sorgen, dass unsere Bauvorhaben schneller werden. Und ich will, dass wir in einem Land leben, wo Recht und Ordnung herrscht. Lasst uns den Drogendealern und Clans den Kampf ansagen, so wie es heute schon vielfach zitiert worden ist. Wie es die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen um Armin Laschet tut, mit seiner schwarz-gelben Regierung, wo man stark gegen Kriminelle vorgeht. Denn wir dürfen es nicht zulassen, dass abgeschobene Clanchefs wieder einreisen in dieses Land. Und wir dürfen es auch nicht zulassen, dass im Görlitzer Park Fußballturniere mit nordafrikanischen Drogendealern veranstaltet werden. Ich sage es ganz deutlich, mit solchen Leuten macht man keine Nachbarschaftsfeste, die schickt man nach Hause oder in den Knast, aber nichts anderes. Und ich will, dass wir beim Thema Bildung und Forschung wieder stärker diese Themen in den Fokus rücken. Heute finden 90% der Bildungsinvestitionen in einen jeden Menschen in den ersten 25 Lebensjahren statt. Aber das Innovationstempo ist viel, viel schneller geworden. Und deswegen lasst uns eine große Offensive für Ausbildung, für Weiterbildung, für New Work starten. Lasst uns den Menschen Mut machen, dass sie neue Jobs erleben werden, dass sie keine Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen, dass Digitalisierung kein Jobkiller ist. Ich wünsche mir,
dass diejenigen, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, dass wir denen Mut machen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen. Denn das sind nicht immer die Lautesten in diesem Land, aber es sind diejenigen, die dieses Land am Laufen halten, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will, dass wir in diesem Land den Kindern der Landwirte, dass diejenigen wieder mit Stolz sagen können, ja, ich will den Hof meiner Eltern übernehmen, weil wir sie von unsinnigen Hürden befreit haben, weil wir Experten entscheiden lassen, was richtig ist beim Schutz des Grundwassers und eben nicht irgendwelche Ökolobbyisten. Und ich sage euch auch eins klar und deutlich, solange diese Grünen für Tofu-Wurst und Avocado-Brötchen den Regenwald abholzen, solange haben die unseren Bauern gar nichts zu sagen in diesem Land. Und ich will, dass wir heute kein CDU-Einschlaflied singen, sondern dass wir mit einer klaren Sprache, mit einer klaren Botschaft und mit authentischen Köpfen nach draußen gehen, dass wir den Beginn einer neuen Ära starten, weil Politik am Ende auch von Köpfen gemacht wird. Und deswegen braucht die CDU genau dafür eine neue Playlist. Die muss heute gestartet werden. Und liebe Annegret, ich hätte es nicht angesprochen, aber du hast es selbst gesagt. Du hast auch Fehler gemacht. Und sicherlich hätte uns das die eine oder andere Debatte erspart. Aber eines ist auch klar. Jeder macht Fehler. Auch ich habe Fehler gemacht als Bundesvorsitzender der Jungen Union. Und manchmal muss man sich auch erst einmal daran gewöhnen, dass in Berlin jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und dabei sind Fehler vielleicht auch das ein oder andere Mal menschlich. Aber dann lasst uns heute den Neustart wagen, lasst uns den Mut haben zu sagen, ja, die Junge Union hat recht, wenn sie bei der Grundrente auf die Einhaltung aller Kriterien des Kompromisses pocht, weil wir uns eben nicht von den Sozialdemokraten über den Tisch ziehen lassen. Das Ganze ist keine Revolte, das Ganze ist kein Trick, es ist einfach nur der ausgehandelte Kompromiss. Und dann lasst uns den Mut haben zu sagen, ja, wir wollen eine moderne Partei sein, in der die Leute mitbestimmen dürfen, mit wem wir in den nächsten Wahlkampf ziehen. Ich weiß, dass dieses Mitmachen nicht immer bequem ist, aber es ist in Zeiten von Instagram-Votings, von Facebook-Abstimmungen unabdingbar. Und es ist auch so, dass unsere Mitglieder deutlich selbstbewusster geworden sind und eben mehr mitentscheiden wollen. Und dann lasst uns den Mut haben, ja, wir wollen am Ende einen digitalpolitischen Neustart mit einer Urheberrechtsreform ohne Uploadfilter. Dafür hat die Junge Union immer gestanden. Dafür braucht es ein neues Aufbruchssignal. Genau diese Zukunftsagenda wollen wir schaffen, damit wir in Zukunft die Zukunft Deutschlands und Europas gestalten können, dass wir als CDU die modernste Partei Europas sind. Das möchte ich am Ende mit Stolz sagen können. Ja, es war die richtige Entscheidung, in diese CDU eingetreten zu sein, weil hier wird deutsche und europäische Geschichte geschrieben. Und deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie heute auch mal gegen die Antragskommission und für die Anträge der Jungen Union. Vielen herzlichen Dank.